Raimund, schön, dass ihr am Start seid zum ersten Mal mit mir in Duisburg. Ich bin heute mal wieder legitimiert, mich entweder zu vergiften oder eine echte Überraschung zu erwarten, denn wir testen den 2,50 Euro Döner. Das hier ist der wirklich billigste Döner Deutschlands. Diesmal entschuldigt. Letztes Mal, ich habe mich auf eine Recherche verlassen. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich habe inzwischen mit ihm geschrieben, Ehrenmann. Neue Informationen, kann mal passieren. Das ist heute wirklich der günstigste Döner in Deutschland. 2,50 Euro. Wir werden mehrere Dinge beleuchten, und zwar drei. Zum einen werden wir, oh, da zeige ich euch noch was. Zum einen bewerten wir natürlich Geschmack, Aussehen. Wir gehen auch noch mal hin nach dem Undercover-Test. Gucken, wieso die Quali ist generell. Und wir werden es natürlich auch schmecken. Wir schauen, unterscheidet sich das zu irgendeinem Standarddöner? Ist es schlechter, ist es gleich, ist es besser? Besser kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht gleich. Und, Vorsicht, die knallt mir gegen den Kopf, die Ding. Wir werden natürlich auch wieder wiegen. Wir werden schauen, wenn das jetzt wieder ein Mini-Döner ist, wie beim letzten Mal, wo es so günstig war, dann bringt das alles nichts, nur Marketing, dann ist das für die Katz. Und wir werden auch noch mal schauen und hinterfragen und den Gastronomen dahinter fragen, wie kannst du das machen? Also wenn der jetzt wirklich, wenn es normaler Döner ist, wie machst du das? Wie kann das sein, dass du ihn so günstig anbietest, aber sonst keiner? Diese Fragen werde ich euch beantworten. Wir sehen uns gleich mit einem Undercover-Agenten und dem Döner. Quasi schon in meiner Hand. Ich laufe schon wieder wie der letzte Esel durch die Gegend mit meiner Schale hier für die Waage. Benutzt nichts. Ich habe schon gesehen da vorne, sehr interessant, übelst viel los. Habe ich eben gesagt unerwartet? Nee, nicht unerwartet. Also ich hätte nichts anderes erwartet bei dem Preis, wenn dann noch der Geschmack stimmt. Uiuiui. Ich muss auch nochmal sagen, ganz verscheppert. Meine Info stammt nicht nur von den Kollegen von TikTok, sondern auch ihr habt mich natürlich darauf hingewiesen und mir Nachrichten geschrieben. Deshalb immer Kommentare vollknallen. Ich gucke da drauf und versuche das umzusetzen. So, wir haben Undercover-Agenten am Start. Vielen Dank dir schon mal. Ne? Ich drücke dir jetzt Knete in die Hand. Ja, und dann sehen wir uns gleich mit einem Döner in der Hand. So, da geht mein Ehrenmann. Und für euch jetzt nochmal, ich muss es immer wieder sagen, nicht alle verstehen es. Ich gehe jetzt nach dem Video, wenn alles durch ist, hin und schau mir den Laden an, frag, was da abgeht, kontaktiere den Chef, wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Wir ziehen uns da ein paar Informationen. Geh schon mal hin und dann seht ihr den Undercover-Test. Nur, dass wir uns hier keine Beine in den Bauch stehen, so ähnlich, genau. Einmal ist wirklich wild. Man kann es mit Sicherheit nicht von hier sehen, aber die stehen da bis draußen in der Schlange. Also wenn das ein 2,50 Euro Döner ist, der überhaupt nicht schmeckt, macht das für mich keinen Sinn. Aber der wird schon anscheinend trotzdem schmecken. Wie gesagt, wir sprechen jetzt erstmal mit dem Besitzer da. Guck mal, da ist der Spieß. Döner 3,50, Dönertasche 2,49 sogar. Gut, wir haben jetzt mit 2,50 gerechnet. Oha. Moin Chef, grüß euch. Ich hab gehört, günstigster Döner Deutschlands. Ich hab schon gefilmt zwischen draußen. Ich hab Undercover-Test gemacht. Ja, ich filme auch jemand ein bisschen die Spieße ab. Guck mal, so sieht das hier aus. Also auch recht großer Laden. Ich komme extra auf den Kauf. Ehrlich? Ja, ist guter Döner hier, ja? Bist extra dafür hierher gekommen? Stark, stark. Ich habe auch getestet, aber ich darf noch nicht erzählen. Günstig, aber schmeckt. Günstig und lecker, ne? Ah, lohnt sich. Kannst du jedem empfehlen, ja? Ich will jedem empfehlen und ich werde auch bestimmt wiederkommen. Stark, stark. Danke dir, mein Lieber. So, wir sehen uns jetzt beim Undercover-Test und dann sehen wir uns hier nochmal, wie ich mit dem Chef nochmal ein, zwei Wörtchen rede. Zurück zum Undercover-Test. Hier kommt unser Döner. So, jetzt legen wir das da rein. So, jetzt haben wir es. Es sind... Oh, scheiße. Gramm. Bude, ich danke dir vielmals. Ich werde den mal eben probieren. Und ja, ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag, Digga. Ne? Schönen Tag, ciao, ciao. So, ich habe eben schon gewogen. Die Auflösung seht ihr später. Ganz starke Würze vom Fleisch. Sehr starke Würzung. Starke Süße. Ein Döner, der standardmäßiger nicht sein könnte. Auch das Hackfleisch. Dann sehen Sie die Knoblauchnote, Kräuter, Dill kommt sogar durch. Interessante, gute Soße. Fleisch hat so dieses typische Hackfleisch-Feeling. Wie soll ich es beschreiben? Es gibt diese Hackspießfleischarten, die dann so ein bisschen an Frikadelle, Hackbraten, so in die Richtung. So ein Hackfleisch ist das. Frische Kick rein vom Salat. Fleischanteil fällt jetzt erstmal nicht negativ auf, dass es zu wenig wäre oder zu viel. Ja, wahrscheinlich zu viel. Das laber ich schon wieder. Korrigieren. Schon ein bisschen wenig. Schon viel Salatfeeling. Ich hoffe, man sieht's.
schon sehr wenig Fleisch. Man sieht schon, ne? Aber ich kann schon sagen, das Ding schmeckt. Seid gespannt auf den Gewichtstest. Kannst du immer noch nicht glauben. Ich guck mir gerade das Rückgeld an. Er kostet wirklich 2,50. Wir sehen uns jetzt erstmal beim Besitzer nochmal zur Bewertung. Ihr habt ja schon einen Teil da gesehen. Ich gehe jetzt erst hin und werde jetzt auch erst sehen, was da abgeht eigentlich. Guck ich mal, gebe ich dem Besitzer auch Feedback wahrscheinlich direkt. Ich denke, ich habe es vergessen. Ihr kriegt natürlich auch gleich nochmal den 100-Gramm-Preis. Aber zusammen im Kontext mit dem Inhaber. Kann ich dich gleich ein, zwei Sachen fragen? Macht nichts, macht ich übersetzt. Ich kann Türkisch zur Not. Wie schaffst du das, diesen Preis zu machen? Ganz Deutschland ist da sozusagen in der Preisdiskussion. Alle sagen Döner zu teuer und du bist der Einzige, der schafft es, für 2,49 Euro einen Döner anzubieten. Wie geht das? Erste, ich bin ganz guter, netter Mann. Wegen meiner Kunde. Und das ist 2,50 weil Kunde sowieso zu viel Kunde. Ja. Und ich habe keine so viel Arbeit, Kollege. Ich habe ich und noch eine Arbeitskollege, wo für mich das kein Problem. Okay. Ja, kann ich 1,99 auch geben. Mhm. Selbst 1,99 ja, würde gehen. Ich habe auch gemacht. Durch die Masse macht ihr das, genau. Okay. Könntest du sagen, was so ein Döner dich in Selbstkosten kostet? Darfst du nicht sagen jetzt, ne? Da bleibt ja nichts mehr übrig für dich fast, oder? Das kann ich auch nicht sagen. Kannst du nicht sagen, ne? Aber es bleibt wenig, aber du machst durch Masse. Nicht viel. Wenig. Weißt du, was sage ich dir ehrlich? Ja. Meine alle Konkurrenz hier kaufen ungefähr 1 Kilo Hähnchendöner. Ja. 3,80 €. Ungefähr hier 5, 6, 7 Firma ist ja GmbH. Und aber ich meine Hähnchenfleisch extra kommt aus Berlin. Mm. Ja, das ist 1 Kilo 4,90 €. Wegen Qualität kann ich hier auch kaufen. 1 Kilo 3,80 €. Und nimmst trotzdem gute Qualität, aber trotzdem, ich bin Beste. Stark. Trotzdem, stark. Ich bin Beste, ja. Und ich gebe dir noch ein Lobgewicht dir. Wisst ihr, was ich auch immer mache? Ich wiege den Döner draußen. Ich habe sogar gewogen und ihr seid wirklich sehr günstig. Wir haben andere Döner gehabt woanders, die haben gesagt, ganz günstig. Und dann war aber der Kilopreis oder 100-Gramm-Preis sehr hoch trotzdem, weil die einfach wenig Gewicht reingemacht haben. Ne? Also da auch nochmal ein Lob an euch. Ich zeige euch gleich nochmal die genauen Zahlen. Also Fleisch war ein bisschen wenig, sage ich ehrlich, aber es war im Rahmen. Es war so, der Döner hat gut geschmeckt und fertig. Und für den Preis, Leute, ist das eine heftige Nummer. Ja, mach's ein bisschen mehr, ja? Okay, also ich finde eine super Sache. Döner, wie gesagt, gut geschmeckt. Und ja, für euch die letzten Worte nochmal draußen von mir. Danke euch, ne? Danke, danke. So, also, euch fehlt noch was, ich weiß. Bewertung fehlt euch noch, natürlich. Und die genauen Grammpreise. Also, wir sind, ich muss noch einmal rechnen, weil ich für 2,50 nicht 2,49 gerechnet habe. Der hat sogar vor kurzer Zeit noch 1,99 sogar nur gekostet. Wir sind bei 71 Cent die 100 Gramm. Blend mir mal den Durchschnitt ein. Auch noch daneben geschrieben, der andere günstigste Döner, weil zum Schluss ist der günstigste Döner, der den niedrigsten 100-Gramm-Preis hat. Fertig aus. So im Querschnitt ist es wirklich natürlich ein bisschen Marketing. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es wirklich halb so günstig ist, aber es ist schon eine deutliche Nummer drauf. Es ist eine deutliche Nummer drauf. Und wenn man sich so einen 57-Döner ausrechnet, also quasi gleichen 100-Gramm-Preis für 57, hast du ein Kilo oder so. Dann hätte es einen riesen Döner für den Preis, den andere aufrufen. Bewertung, sage ich euch ehrlich, das ist eine 6 von 10. Das ist eine 6 von 10. Ich kann es jedem empfehlen, der einfach, ist es nun mal so, muss ich sagen, der gerade nicht so die Taschen voller Knete hat und einfach Bock hat auf einen Döner, weil der ist lecker trotzdem. Der ist lecker, man kann es nicht anders sagen, aber im Vergleich ganz außenrum wäre mehr zu geben unfair, aber trotzdem ist das wirklich, wirklich ein vernünftiges Ding und absolut empfehlenswert für den Preis. Daumen hoch, absolute Empfehlung. In dem Sinne, freut mich das. Ich hatte keinen Bock jetzt wieder irgendein doofes Video zu machen. Kuss geht raus, lasst mir gerne den Daumen oben scheppern für diese Mission, für unsere Mission, die jetzt schon so lange geht und weitergehen soll. Und lasst mir natürlich gerne einen Kommentar da, was ihr zu dem Ganzen sagt und bis zum nächsten Mal.